Hallöchen, Leute, da sind wir wieder. Grüße. Grüße. Herr Müller-Lünscheid, die Ente bleibt drinne. Herrlich, ich sehe immer noch keine Ente. Im Moment ist ein So. Hedda da. Exi ist schon wieder unterwegs und die Marietta lädt Und noch. Marietta macht Homeoffice. Haha, ist in Quarantäne. Jawohl. Das war jetzt der Brüller. So, wir brauchen Level. Habe ich auch lange geübt. Ich gehe jetzt Alphas töten. Ich gehe mal gucken, dass ich ein paar Blümchen pflücke. Und Ele Exi freut sich holt. immer über Blümchen. Ja, und Exi holt wieder hübsche Und vielleicht Rockdreckeier. möchte Marietta auch ein Blümchen haben. Eigentlich wollte ich Ja. Pupukäfer holen. Also. Ah, in der Spalte, gell? Pupukäfer aus der Spalte. Oh, Leute. Nun, genau. Pupukäfer aus der Spalte. Vielleicht lasse ich es doch lieber. Entschuldigung. Das wird nicht geschnitten. Nein. Aber in der Rockdreckhöhle ist doch so eine Spalte, wo man reinkrabbeln kann. Und dann sind da Pupukäfer. Ein Schacht. Okay. Mano. Das ist ein Schacht. Ein Schacht, ja. Von mir ist auch ein Schacht. Es gab keine Blümchen im Biberdamm. Echt nicht? Nur Perlen. Aber Perlen habe ich schon. Schwarze Perlen brauchen wir. Nein, weiße. Die Biber sammeln nur weiße. Wo kriegt man denn die Vielleicht haben schwarze sie die Perlen her? Schwarzen auch zu sehr gewaschen, dass sie weiß geworden sind, also keine Ahnung. Eupatrit, Wo kriegt die man die? Trilobites, Was? glaube ich. Eurypterit und Trilobites. Trilobites. Hier diese Trilobites. komischen. Das sind die Krebse im Wasser, gell? Ja. Sechs. Was hast du getan, Herr? Ich hab nicht den Rockdreck, sondern nicht gelevelt, dann bin ich wieder auf. Na gut, so sei es. Kannst ja umskillen. Was? Klaut ja Also mir das dich. Fleisch? Ja, lass mich ja killen. Hä? Nein. Okay. Wenn du drauf bestehst. Nein. Aber Trank des Vergessens ist doch fast wie Killen. Nee. Das Gedächtnis Killen. Also, ja. Das schon. Oh, hier liegt ein Dino-Pup rum. Ein rosa Raptor mit blauem Kamm. Oh, wie süß. Oh, ein Argentavis. Grün, weiß, rot. Hört sich an wie so eine Nationalflagge. Ja, das Röckchen tut noch nicht sehr viel aushalten, ne? Danke, Wichel. Da ist einer.
Wie ist bei euch? Exi, halt uns auf dem Laufenden. Ich bin in der Höhle angekommen. Und in der Nähe eines Dung Beetles. Ich habe ihn jetzt gefüttert. Ich sacke ihn jetzt ein. Yay. Du hast langsam, wie heißt das? Routine. Ich muss auch mal noch in die Krabbelhöhle. Aber erstmal den Rockdreck zwangsfüttern. Der hält ja noch nicht so viel aus. Was willst du denn jetzt hier von mir, du? Einer gestinkert. Wer stinkert? Dann mach ich gleich mal Hackfleisch. Aus diesem Dilophosaurus. Die denken dann zum Abendbrot seit zu Hause, ne? Das wird langsam dunkel. Oh. Ja, ich wohne nichts zu essen, das fällt gerade fest. Oh. Yeah. Aber ich baue hier jetzt mal eine Fockel. Kannst du dann da drunter ein Stück Fleisch klemmen oder so, als mobiles Steakbrat, Schlingeltöns? Geht das? Gute Frage. So wie ein Schaschlik, also nur als Steak? Ein Schaschlik nur als Steak? Hä? Naja, wenn er so eine Fackel baut und sich das Fleisch darum bindet. Ah, ja. Ne? Muss man mal ausprobieren. So, schauen wir doch mal, wie viel hat er eigentlich? 7. Mindestens. Mhm. Ich sehe nicht, wie viel HP der Alpha Raptor noch hat. Marietta ist da. Yay! Nein. Also noch machst du einen Ladebildschirm, ne? Aber es stand schon, du bist beigetreten. Jetzt bin ich da. Juhu. Rainbow steht äußerst ungünstig. Hier steht genau über eine Fackel. Oh. Du musst, dass ich eine Fackel übersehe. Wieso sehe ich nicht von diesem Alpha Raptor? Boah, was hat denn jetzt? Nein, nicht wie hochhüpfen. Ach Mann. Wie viel HP der noch hat? Wieso sehe ich das nicht? Können sich die Spieleentwickler nicht einfach mal einigen, welche Taste für was ist? In dem einen Spiel ist das eine, in dem anderen Spiel ist das andere. So, ich hab deine Hand weggenommen. Ja, ist okay. Ja, das passt. Ich hoffe, das geht auch. Was denn? Und der Alpha Raptor macht mir gerade keinen Schaden mehr, weil er. Weiß auch nicht. Hat er irgendwie unter mir rumgebackt. Nimmst du gerade Bugs aus? Ja. Na dann back mal. Aber ich komme jetzt eh zurück. Der Nordlichter. Liebe Gäste, das ist ein Nordlicht. Hast du auch Nordlichter? Nein.
Voll hübsch. Und den nehme ich noch mit. Verführt man ihn doch mal das gute Fleisch. Will ich nicht. Wo ist eigentlich zu Hause? Ja. Da lang. Da lang, echt? Ja. Ja. Halt. So. Also Rocktrack killen, Rocktrack, Alphas killen mit dem Rocktrack ist noch ein bisschen zäh, man ist noch so jung und so ungelevelt. Traktor Klaus. Maria, da kommt gerade zum richtigen Zeitpunkt. Oh, jetzt sehe ich wegen den Nordlichtern nicht so viel, wo da ist. Scheiß die Wand, dann ist das romantisch. Hä? Raptor Klaus hüpft auf seinen Rentieren. Siehst du ihn? Nein. Ich höre ihn. Der ist ja laut genug. Ich höre ihn auch, aber ich weiß nicht, woher er kommt. Lexi, wie ist bei dir auf der Insel da hinten? Also unterirdisch ist er nicht. Ach Mensch. Ach, was soll ich dir jetzt sagen? Dass er da ist. Okay, er ist da. Ach, ich weiß, wo er ist, glaube ich. Da ist er. So. Ich sehe Pakete. Fliegst du hin? Nee, da nicht, weil in der Richtung. Okay, ich fliege. Ach, ich sehe ihn, er kommt. Ja, ich fliege zum ersten Paket. Das siehst du? Ja. Fliegt aber die Burg fast, ne? Ja. Vielleicht lässt er ein Paket in der Burg ab. Er lässt doch was fallen. Aus seinem Fluggerät. Was das wohl sein mag. Ich hoffe, der entleert nicht die Toilette. Ah, das zweite kommt. Oh, ich brauche so ewig, bis er die Ausdauer aufgeladen hat. Diese Ausdauer muss ich nochmal laden bei dem hier. Ich kann nichts mehr. Aber das Paket braucht ja auch ewig, bis unten auf dem Boden ist. Ja. Oder er fliegt fast über die Base. Holst du das zweite? Kann ich machen. Na gut, ich fliege zum zweiten. Natürlich ist er nicht geflogen, sondern einfach nur gefallen. Typisch. Hey Klaus, Paketchen abwerfen, komm. Oh, da fliegt was. Ja, Maria, das sieht's auch. Ja. Oh, und das gelbe Ding, was er fallen lassen hat, das ist nicht aus seiner Bordtoilette, sondern das ist das Geschenkepaket. Bordtoilette. Geschenke, Geschenke. Kekse, Kekse. Alles Kekse. Bestimmt Kekse auch drin. Zum Beispiel alle Bäumchen. Da, das Paket fliegt. Was hast du? Mein Ludmilla hat kein Sattel mehr. Ich hatte, auf dem einen hatte ich schon einen Sattel drauf. Ich baue jetzt halt mal einen von euch, ne? Auf Bröckchen ist ein Sattel drauf. Nimm da Röckchen. Ja. Ich habe jetzt irgendeins genommen. Kann ich das aus der Luft klauen?
Das würde ich nicht machen, weil dann musst du E drücken und wenn du E drückst, dann steigst du ab. Dann fällst du runter. Und das ist doof. Ein bisschen. Weil du hast bestimmt keinen. Ach, wie hoppst du los? Geh doch mal ab hier. Mein Geschenk. Du hast bestimmt keinen Regenschirm, hätte ich beinahe gesagt. Kein Fallschirm, ne? Kann ich dir irgendwas wegkauen? Hast du mich erschrocken? Kann ich dir irgendwas wegkauen? Natürlich meinte ich gar nicht. Hat jemand gesagt, sie hat mich erschrocken? Kommt jemand zur Tür rein, ja. Ich muss gucken, wo das dritte Paket ist. Ohne Kryokapsel. Und ein Schiebi. Mega. Ich weiß nicht, wo das dritte ist. Ich sehe es nicht. Ziemlich weit unten schon. Fliegen kann Sau nicht mehr. Welche Richtung ist er dann geflogen? Damit ich weiß, in welche Richtung ich suchen muss. Nicht genug Ausdauer. Ah! Entschuldigung. Nicht genug Ausdauer. Ich denke, das passiert nur mir. Ja, im Röckchen geht's ja. Da mountet man wenigstens nicht ab, sondern stürzt einfach nur runter. Ja, irgendwo hier muss doch schon ein Geschenk sein. Wenn ich den nicht sehe, sehe ich auch keine Geschenke. Na, dann nur zwei fallen lassen? Nee. Das dritte muss irgendwo da hinten sein, ja. Also ich hab jetzt eins, ne? Und du hast eins? Ja, das Wasser ziemlich nah an bei uns hat fallen lassen. Ja, dann hast du das dritte, sehr schön. Dann ist okay. Ja, dann weiß dann ja, die anderen haben wir nicht gesehen dann. Nein, jetzt ist eh vorbei. Cool. Zu Hause. Dann hat Marietta bestimmt auch ein Chibi 3. Ein. Was hab ich? Ein Chibi, so ein Quietsche-Pad. Ja, ich hab jetzt eins aus dem Schrank genommen. Achso. Aber es war aber eins drin. Aber bestimmt nicht so schön wie das aus dem Schrank. Nee. Was hab ich? Ich hab wieder ein Pulmonoskorpion. Und ich hab hier einen roten mit Kringel. Vor allem den, der wo im Geschenk drin war, den hätte ich nicht mal ausgeschüttet. Warum nicht? Achso, DLC, irgendwas. Was? Irgendein DLC, der dir da fehlt, wahrscheinlich. Ein DLC. Irgendwie Aberration. Ah ja. Was? Ja, sie hat ja nicht alle. Wer weiß. Am Anfang wusste man ja nicht, ob sie überhaupt gefällt. Das Ark. Dann wissen wir immer noch nicht, ob sie ihr gefällt. Also. Ist schon arg. Ist schon arg. Pulmonoskorpio haben wir doppelt, von daher schmeiße ich den jetzt weg, ne? Ich habe ein Megatherium bei mir drin. Aber Hedda, was wir nicht haben, sind Sandaklaus. Das heißt, die ganze Kohle und die Mistelzweige, die tun wir hier sammeln im Schrank. Vielleicht wird es dann noch irgendwann reingepatcht oder so. Wir haben keinen Sandaklaus. Kein Gatschaklaus. Gatschaklaus, danke. So. Ich muss sagen, also, das ist halt. Alles klar. Macht man mit einem Mistelzweige. Die lag ja schon im ersten Schrank, weil wir eben keinen Gatschaklaus haben. Normalerweise kannst du die Mistelzweige und die Kohlestückchen noch diesen Gatscha geben und dann lässt er noch mehr Geschenke fallen. Ich dachte, Kohle kriegen bloß die bösen Kinder. Also in dem anderen Spiel habe ich Kohle gekriegt. Und dann steht da drunter schlechte Feiertage. Oder ja, schlechte Tage oder irgendwas. Normalerweise, wenn du nicht artig warst, dann kriegst du Kohle in deinen Sachen. Stimmt. Mir jetzt Gedanken machen, weil da
100 Mistelzeigerware, aber dafür 179 Stück Kohle. Wart ihr nicht artig? Anscheinend nee. Nicht. Ja, nicht artig. Ja. Ich war nicht artig. Kriege ich jetzt die Route? Hm. Gib mir die Route. Herr, da dreht schon wieder durch. Ja. So. Rüstungen, Waffen, Werkzeuge. Ist eine schicke grüne Axt im Kasten. Bin ich zu fett? Ja. Wo stehst du? Was? Siehst du überhaupt aus? Wie sehe ich aus? Rote Farbe? Grüne Haare? Na, eigentlich sind es türkise Haare und lila Rüstung. Wie ich immer aussehe. Dann kommt's durchs Nachtlicht. Hier nicht, da haben wir's. Dir ist auch gar nicht aufgefallen, dass sich die Farbe geändert hat, oder? Hä? Mir? Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich genau drin hatte, also. Im Moment sieht aus wie so ein Weihnachtswichtel. Ich meine, die Haare anders gemacht, gell? Doch, könnte lila sein. Ja, auch. Die Rüstung ist noch lila. Das sieht auch anders aus. Aber die ist wahrscheinlich noch so, dass es dir gefällt. So, ich stelle mich mal zu Marietta und mache ein Winke-Winke. Ich habe dich komplett umgefärbt. Bis später, Leute. Ja. Sag tschüss. Wie sag ich dann? Tschüss. Ciao.